Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal beziehungsweise dieser Playlist, wo es ja rund um das Thema Düfte gehen soll. Mein heutiges Thema, was ich mit euch besprechen möchte, ist kaufen, sharen oder teilen. Wie ist dein Verhalten, was den Kauf beziehungsweise den Erwerb neuer Flakons angeht? Generell neue Düfte. Kaufst du Düfte im Offline-Handel, also im stationären Handel? Kaufst du sie auf irgendwelchen Plattformen oder direkt in einem Online-Geschäft? Tauschst du Düfte auch mal durch oder sharest du sogar Düfte? Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich schon eine ganze Weile keinen Duft mehr gekauft habe. Doch, das ist eine falsche Information. Ich habe im September letzten Jahres mir den Naxos von Serchoff geleistet, gegönnt, und da muss ich sagen, das war eigentlich der letzte Duft, den ich gekauft habe. Warum? Weil ich habe eine übersichtliche Sammlung, die allerdings ab und zu, sie wird halt immer etwas größer, und je öfters ich einen Duft trage, desto gelangweilt. Ich bin schnell gelangweilt von Düften, die ich halt öfters hintereinander trage. Darum versuche ich eigentlich täglich oder alle paar Tage zu wechseln, dass ich es nicht leid bin, einen und denselben Duft zu riechen, weil ich verliere schnell die Lust an einen und dieselben Düfte. Darum bin ich ein großer Fan, Düfte auch mal zu tauschen, meine Sammlung umzuorientieren und einfach mal einen neuen Schwung reinzubringen. Ich behalte natürlich meine Favoriten, meine Perlen, aber wenn ich zum Beispiel mal einen Duft finde, der mich interessiert, wo ich mal wissen möchte, wie riecht er, wie verhält er sich, wie ist die Silage, wie ist die Haltbarkeit, die Performance und so weiter, wie kraftvoll ist der Duft. Aber auch mal, wenn ich neue Düfte, neue Duftrichtungen testen möchte, möchte ich nicht unbedingt viel Geld ausgeben, sondern tausche gern mal Düfte durch. Und wenn du mal Düfte hast, die du vielleicht mit mir sogar mal durchtesten möchtest, wir können ja einfach mal ein, zwei tauschen, um zu sehen, was hat der andere, wie gefällt mir dies, wie gefällt mir das, dann schreib mir gern mal eine Nachricht. Oder bist du einer in der Kategorie Sharing? Ich habe es mal versucht oder werde es mal versuchen. Das bedeutet, du hast einen Duft im Blick, möchtest aber nicht die gesamte Menge nur für dich behalten, sondern kaufst dir zum Beispiel ein 100 Milliliter Flakon, bist aber bereit, 50%, also 50 Milliliter oder manche machen sogar 80 Milliliter, auf mehrere Personen aufzuteilen. Und wenn du quasi die Milliliteranzahl zusammen hast, dann löst du einen Kauf aus, bestellst dir den Flakon, der kommt zu dir und du machst dann, behältst 20 Milliliter und füllst halt für die anderen Personen die gewünschten 80 Milliliter ab. Dann musst du natürlich für dich selbst entscheiden, fängst du bei 1, bei 2 Milliliter an, bei 3, bei 5, bei 10 oder sogar noch mehr. Das bleibt dir natürlich überlassen. Ich habe so ein, zwei Favoriten in meinem Hinterstübchen, mit denen ich das gerne mal probieren möchte. Hast du Erfahrung mit Sharings? Dann schreib es mir ebenfalls unten in die Kommentare. Also, zu welcher Kategorie gehörst du? Kaufst du Düfte im Offline- oder im Onlinehandel? Tauschst du auch gerne mal Düfte aus deiner Sammlung, um neue zu entdecken? Oder sharest du sogar Düfte, dass du dir erst einen Flakon kaufst, den du dann mit anderen teilen kannst? Das würde mich interessieren. Wie gesagt, schreib es mir gern unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf dein Ergebnis. Tja, das soll es auch schon wieder von mir für euch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und freue mich, euch das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal oder dieser Playlist begrüßen zu dürfen. Bis dahin, beste Grüße, euer TK.